Thema heute, der ganze Tag ja schon, Creative by Nature. Wir haben hier jetzt da im Innenbereich des Karakorum die Berge an der Wand. Wir haben hier ein EST 00. Franz legt wieder los. Wir ziehen das Material jetzt auf. Von der Schichtstärke her weitaus mehr wie jetzt 3 mm, also da sind wir schon bei 5 mm, 6 mm. Ich mache zuerst ein bisschen dünneres Material drauf, eine dünnere Schicht, und dann lege ich nochmal nach. Sehr schön. Ja, wenn das Material aufgelegt ist, dann fangen wir an mit der Strukturierung. Hierzu mit der Trauflotte jetzt hier, mit der venezianischen Klettkelle, einfach wie in Art Kelchputz einbringen. Dann geht er nochmal nach, macht ein paar Schläge quer rein. Ich kann es aber auch so machen, dass ich die Traufe ein bisschen steiler stelle und hochziehe und dann eben nur eindrücke und rausstupfe, dass das Ganze noch ein bisschen flächiger wird. Das macht der Franz jetzt nicht, oder? Das ist so, wenn ich jetzt das Material müsste jetzt ein bisschen ansteifen lassen. Weil ich mache da die Glättkelle sauber und fahre das nochmal leicht so drüber, dass oben die scharfen Kanten, dass die dann weg sind. Wenn das Material leicht angesteift ist, an der Oberfläche dann oder jetzt im frischen Zustand zum Zeigen, ganz leicht mit der sauberen Traufe einfach die Spitzen abnehmen. So ziehe ich das Material noch ein bisschen breiter. Also ihr könnt ruhig noch ein bisschen trocken sein. Ja, man sieht es jetzt schon, da nehme ich zu viel Material weg. Es gibt Stier, wobei jede Fläche, jede Handschrift eben eigen ist. Wenn es ein bisschen trocken ist, kann ich ein bisschen besser hindrucken. Er zieht es mir auch ganz so mit. Also da können wir nach einer halben Stunde noch drüber gehen. Wir sehen es hier, da sind schon zwei Platten vorbereitet, dass man die Struktur geben einfach noch hat. Einfach mit der Effektlasur drauf geben. Schön. Dispersionssilikatlasur. Und das trägt jetzt eben mit der Bürste auf, massiert es schön ein in jede Pore, in die Vertiefungen. Wie gesagt, hier auf Kleinfläche mit der Bürste, im Innenraum kann ich es auch mit der Lasurbürste machen. Wenn der Untergrund zu stark saugt dann, oder jemand anderes Putzmaterial gewählt habt, dann vorher eben eine Grundierung aufbringen, um Saugverhalten einzustellen. Und somit habe ich auch dann eine längere Offenzeit von der Lasur. Wenn ihr das in der großen Fläche macht, jetzt mit der Bürste, dann wäre es vorteilhaft. Ansonsten an der noch größere Flächen oder was, zu zweit, eine rollt vor mit der Walze, auch durchaus möglich. Und dann, um die Tiefen der Wirkung rauszuholen oder zum Gestalten, nehmen wir dann noch einen Schwamm. Gehen an der Oberfläche noch wieder rüber, leicht angefeuchtet den Schwamm. So wie bei der Effektlasur eigentlich der Charakter sein soll. Das war jetzt ein bisschen sanft, ich kann nur fester drüber gehen, dann wird die Fläche eben nur heller. Falls es zu hell wäre, dann gehe ich ein zweites oder ich kann ja auch noch ein zweites Mal eine Lasurauftrag drüber gehen. Unsere Kreativlasuren gibt es in 8 Standardfarbtöne. Wenn das jemand auch Unifarben beschichtet haben will, durchaus möglich, aber es ist eine Putzfläche, eine strukturierte. Und ich finde halt, der Effekt kommt raus, wenn man es eben mit der Lasur macht.